Was könnte man denn hier noch für ein Event machen? Ja, eigentlich doch schon Zug, gut, oder? Das hat alles gepasst. Seit Miami habe ich niemanden mehr so fahren sehen. So sieht's aus. Ich will doch den Maserati Ghibli. Hat Ghibli dieses Wort eigentlich eine Bedeutung richtig? Ist es, hat es eine richtige Bedeutung? Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Ich hole mir kurz mal. Oh shit, jetzt habe ich zu sehr auf die Map geachtet. Aber da war ja so ein Schild zum Kaputtmachen. Ist Ghibli eigentlich an sich so ein Wort, hat es irgendeine Bedeutung? Weiß es jemand? Oder kann man für uns googeln, wie ich es gerade getan habe? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass Ghibli als Wort, wenn das die Erfindung ist von dem Filmstudio, dass sie das doch geschützt haben, oder nicht? Aber vielleicht ist es auch so ein allgemeines Wort. Oh Mann, geht immer weg jetzt hier. Ey, der Lambo, den wir da gerade eben gesehen haben, der ist auch super geil. Wie heißt der nochmal? Attendor, Avendor, Aventador, irgendwie so, glaube ich. Irgendwas mit A, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Den kann man ja auch hier im Hauptspiel fahren. Der ist auch sehr geil. Sehr schön. Designt alles sehr schnell, natürlich. Ist auch logisch, ist ja ein Lamborghini. Also, welcher Lamborghini ist langsam? Ich fahre aber auch wie der letzte Vogel gerade. Wie der letzte Vogel, ja. Ich bin dem Bugatti hier gar nicht würdig, wie ich fahre hier gerade. Das geht gar nicht klar. Darf ich mit dem Wagen fahren? Oder kommt jetzt die Fahrzeugauswahl? Das ist ein klassisches Straßenrennen, um herauszufinden, wer der Beste ist. Lässt du dich von dem Typ vorführen oder zeigst du ihm, wo es lang geht? Oh, hier der vorne. Hier vorne links. Geiler Mann. Hey, denk dran, dass du bei dieser Veranstaltung Lachgas einsetzen kannst. Nur keine Zurückhaltung. Setz es zu deinem Vorteil ein. Ich fahre wie der letzte Volldepp. Und wir haben es geschafft. Das reißt dich mal zusammen hier. Erster. Wie Nenno. Ist das der Lamborghini? Aber es gibt doch auch einen mit A, Aventador oder irgend sowas. Beeindruckendes Rennen.
Oder nicht, Leute? Täusche ich mich jetzt komplett? Es gibt doch einen mit A. Wir haben alle Autos auf der Liste. Ich telefoniere ein bisschen herum und organisiere den Transport. Alles klar. Alles klar, Brody. Mach das, mach das. So, Leute. Geil. Jetzt bin ich mal gespannt. Und man muss ja auch sagen, ich meine, wir sind jetzt gleich durch. Kommt wahrscheinlich jetzt noch ein Event, wie gesagt. Aber hat schon nur annehmbaren Umsatz. Umsatz ist genau mein Ding. Umfang. Umsatz. Ja, du musst schon einen annehmbaren Umsatz haben, um dir so eine Autos zu leisten. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine natürlich Umfang von diesem Spiel hier. Okay, ey. Okay, warte mal. Ist das eine 900? Ist das hier eine 900? Aber so viel besser als so ein Wagen ist er jetzt aber auch nicht, oder? Aber wir fahren natürlich trotzdem mal den Maserati Ghibli. Um den mal zu testen. Ich habe ein paar Leute, die anderen Autos für uns zum Flugplatz fahren. Das wird vielleicht ein Konvoi. Mal sehen, wer das Flugzeug schlagen kann. Aber Teil 1 sogar. Aber dann möchte ich schon trotzdem einen anderen Wagen. Nicht mit dem hier. Oh, Alter, was ist denn jetzt los mit dem Spiel? Das Auto ist schick, aber leider nicht für diese Veranstaltung geeignet. Such dir ein anderes aus. Achso, mir wird der vorgegeben. Sag jetzt nicht, ich muss jetzt mit jedem Wagen irgendwie das Event schaffen, oder? Aber klar, riesiger, hier, wie heißt es? Und so läuft das Ganze ab. Mein Kumpel ist in dem Flugzeug und er braucht diese Autos. Das Problem ist, dass er keine Freigabe für den französischen Luftraum hat. Was wir hier machen, ist nicht gerade legal. Also müssen diese Autos schnellstmöglich beim Flugplatz sein, damit er mit ihnen starten kann. Alles klar. Wie heißt denn das? Frachtflugzeug, so ein riesiges. Passt natürlich auch zum letzten Film, zum Sechser. Das meine ich halt, solche Events sind doch geil, Leute, sind doch richtig geil. Auch schon alle Autos, die wir freigeschaltet haben. Auch eine nette Idee eigentlich. Irgendwie auch ein bisschen logisch, dass genau die drei Autos vorne sind. Das da vorne ist doch der Nissan, wenn ich das nicht sehe. Da, aber ganz schnell, du.
Das ist nicht gut. Dritter, vierter Platz. Das Flugzeug ist vor uns. Zu spät. Wie knapp. Das hört sich aber ein bisschen an wie so ein Propellerflugzeug und nicht wie so ein riesiger Transportflugzeug, oder? Das wäre geschafft. Mein Team und ich haben alles zusammen, was wir brauchen, und du hast Freunde fürs Leben gewonnen. Glaub mir, ohne deine Fähigkeiten hätte das nicht geklappt. Aber warte, auf dem Horizon Festival gibt's noch viel zu tun. Du bist also beschäftigt, bis ich mich wieder bei dir melde. Viel Glück. Ah, das wäre geil gewesen, wenn man irgendwie da reinfahren hätte sollen. Oder reinjumpen sogar. Wenn du dabei bist, solltest du sie dir drüben beim Horizon ansehen. I like me now. I like me now. Now. Oh ja, Leute. Das war's. Das war... Oder was ist das denn noch für Events? Geht's noch weiter hier, oder was? Aber wir haben das doch jetzt abgeschlossen schon. Ach ja, okay. Wollte gerade sagen. Das sind einfach nur nochmal alle Events aufgelistet. Wir haben ja alle geschafft. Wollte gerade schon sagen hier, was ist denn hier los, du? Ja, Leute. Wie gesagt, das war's. Und ja, ich fand auf jeden Fall für so ein kostenloses Ding, was man sich ja noch runterladen kann, noch ist ja nicht so spät, noch kann man sich das ja kostenlos runterladen. Ich würde es auch an eurer Stelle machen, wenn ihr das immer noch nicht getan habt. Ist es auch auf jeden Fall ein nettes Spiel. Wie gesagt, es ist Forza Horizon, ich finde das sehr, sehr geil. Es macht als Rennspiel extrem viel Laune. Ihr habt ja auch gesehen, was man da alles so an Autos fahren kann, Special Events zwischendurch mal, geile Optik, geiles Fahrgefühl, es macht einfach Laune. Und ja, kostenlos runtergeladen, mit einem guten Umfang dafür, auf jeden Fall so einen großen Umfang, dass man genug sieht und vielleicht auch richtig Bock bekommt, sich das Hauptspiel nochmal zu gönnen, weil das Hauptspiel wird einem auch gefallen, wenn einem das hier gefällt, weil ich meine, ja klar, es hat so einen kleinen Fast and Furious Bezug, aber mal abgesehen davon, dass wir teils typische Autos aus dem Film fahren und Tash uns ein bisschen vollredet, ist es jetzt natürlich jetzt nicht das Fast and Furious Spiel, ja, ist ja klar. Aber wie gesagt, gönnt euch das Spiel. Gönnt euch das Spiel, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß auch gar nicht, was das mittlerweile kostet. Es soll auch recht billig zu haben sein mittlerweile. Das Hauptspiel. Deswegen. Gut, Leute, das war's. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal nur mal ein bisschen die Bonus-Tafel für mich. Und wie gesagt, Project Cars wird es hier geben. Werde ich mir auf jeden Fall zumindest mal anschauen. Das wird natürlich weitaus umfangreicher sein als das hier. Deswegen werde ich es mir wahrscheinlich erstmal nur anschauen. Forza 6 kommt dieses Jahr auch noch raus für die Xbox One. Das werde ich mir auch anschauen. Genauso Formel 1 habe ich auch schon angesprochen. Das werde ich mir auch anschauen. Ansonsten wüsste ich nicht, was noch für ein Rennspiel dieses Jahr rauskommt. Vielleicht ein neues Need for Speed. Vielleicht, ja. Oder was Neues von den Criterion machen. Obwohl letztes Jahr haben sie nur gesagt, ja, wir arbeiten an irgendwas mit so Konzeptzeichnungen und so weiter. Aber das Spiel von den Burnout machen, das ist ja Criterion. Das können auch übel geile Spiele. Ich glaube eher, dass es nächstes Jahr kommt. Mal gucken. Vielleicht kommt da trotzdem ein neues Need for Speed oder so. Ja, ansonsten gibt es natürlich weiter Let's Plays hier von sämtlichen möglichen Spielen auf dem Kanal. Das heißt, vielleicht habt ihr erst dadurch hierher gefunden. Und könnt ihr gerne immer wieder mal reinschauen, was es noch so gibt. Bald fängt Mortal Kombat an.
Dann kommen The Witcher bald, Batman natürlich. Und dann Ende des Jahres die ganzen anderen Kracher. Ja, ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne nochmal eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare schreiben. Für einen Abschluss des Let's Plays wäre natürlich eine Bewertung eurerseits auch nochmal super. Würde mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch nochmal Facebook und Twitter von mir abchecken. Links sind in der Beschreibung, da bleibt ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Das war's jetzt aber wirklich. Leute, danke fürs Zusehen, es hat echt Spaß gemacht. Haut rein und tschüss.